Herr Sportminister, wir haben gehört, 550.000 Vereinsmitglieder sind jetzt weniger vorhanden. Wie sehr schmerzt Sie das als Sportminister und wie zuversichtlich sind Sie, dass man diese Zahl wieder korrigieren kann? Ich möchte noch dazu sagen, es ist ja in dieser Comeback Stronger Maßnahmeninitiative von 57 Punkten die Rede und ein Herzstück davon ist der Sportbonus. Das ist ein wesentlicher Punkt davon. Danke. Ja, viele Punkte. Ja, danke für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Die Schmerzen sind enorm, ne? Aber vor allem, wenn man langfristig denkt, und das ist unsere Verantwortung mit, es wurde vom Herrn Präsidenten ja schon angesprochen, dass wir in Österreich durchaus auch bei den Jugendlichen und Kindern Defizite haben, generell schon, was Bewegung betrifft und an den Indikatoren der Übergewichtigkeit, an den verschiedenen kennen wir das. Und wir eigentlich im Regierungsprogramm und auch in der Zusammenarbeit mit der mit Sport Austria im Speziellen, aber mit anderen hier uns immer wieder vornehmen, das ins Gegenteil zu verkehren. Da sind wir an sich auch auf einem guten Weg. Jetzt war die Pandemie natürlich und die Frage nach den Schmerzen ist ja genau an der Stelle zu beantworten. Ein solcher Rückschlag, ein schmerzlicher Rückschlag. Es ist eigentlich, glaube ich, vielleicht sogar noch gut, dass die Erhebung der Statistik Austria, vielen Dank dafür, es hilft ja auch in diesem Bereich als Entscheidungsgrundlage, in vielen anderen auch, dass das Ende des Vorjahres zu Beginn des heurigen Jahres war, wo wir andererseits mit der zweiten Welle eine hatten wie nie zuvor, im Ausschlag auch und in der Geschwindigkeit. Und dann die Lockdown-Maßnahmen ja bis Mitte Mai de facto. Und genau in der Phase war die Erhebung. Also das darf man nicht wundern. Das ist ja durchaus rational aus Sicht der Individuen, dass sie sich da mal zurückziehen, wie wir hoffen, vorläufig zurückziehen. Wir haben ja auch ein paar Befunde dafür, aber jetzt noch nicht so genau erhoben. Aber natürlich gibt es auch den Effekt, in dem Moment, wo was aufgegangen ist, kommen sie ja schrittweise zurück. Da haben wir unterschiedliche, aber tendenziell positive Rückmeldungen. Da haben wir noch gar nicht einmal was dazu getan, weil zu unseren Programmen, sage ich gerne, dann auch knapp was. Ja. Und das ist schon brauchbar. Ich möchte erinnern, dass wir auch wieder gemeinsam, das haben wir alles im Winter natürlich in fünf Einheiten von voriges Jahr weg durchgegangen, was wir tun können, dass es dann besser wird, dass wir ja für die Kinder und Jugendlichen ab Mitte März schon gerade nur im und über den Vereinssport Bewegung ermöglicht haben und da von dort weg zumindest schon mal leichte Gegenbewegung eingetreten ist. Das dazu, was gut ist und da darf ich umgekehrt hervorheben, erstens an der Spitze den Präsidenten danke für die persönliche gute Zusammenarbeit. Wir haben uns wirklich eben nicht nur einmal getroffen mit Expertinnen und Experten, auch von den anderen Dachverbänden und da hat man sehr gut erkennen können, wie nach einem kurzen Schockmoment, den wir alle hatten im letzten Frühjahr, von vornherein hier auf gemeinsame Arbeit gesetzt wurde. Und zwar sowohl was die gesundheitlichen Frage betrifft, das Zusperren, das Aufsperren, um salopp zu sagen, als auch die ökonomische und wenn man so will, im Ergebnis soziale Unterstützung. Und da glaube ich, ist doch einiges gelungen. Der Herr Präsident hat sie erwähnt über diese Fonds, die es hier gibt, speziell in Österreich, einerseits für die Vereine im Breitensport, im Amateurbereich und andererseits im Spitzensport. Wir haben bis in den Sommer hinein Nachfragen und Anfragen von anderen Mitgliedsländern der Union, ja, wie machen wir das da? Dann sieht man halt schon, dass du das nur machen kannst, wenn du entsprechend viel Geld in die Hand nimmst. Aber das muss es uns wert sein, weil wir ja auch aufholen wollen und deshalb ja auch der Begriff Comeback. Bei den Profiligen gilt Ähnliches, das soll man nicht ganz unterschätzen, wegen der Vorbildwirkung und der Werbewirkung. Da ist es jetzt gelungen im Amateursport, dass die meisten Ehrenamtlichen ja geblieben sind. Und das ist schon wichtig. Das heißt, die Struktur ist im Wesentlichen erhalten worden und da, auf das kann man jetzt aufsetzen. Und Sie hatten ja gefragt, was kommt da jetzt denn alles dazu? Nun,
Bewährtes wird verlängert und ausgebaut. Ob sie jetzt Kinder gesund bewegen in den Schulen ist, das geht ja jetzt wieder einfach. Ich hoffe, wir können das durchhalten. Das war ja im vorigen Jahr ganz schlimm, da wurde ja alles zugesperrt. Wo wir im Übrigen auch über die Infrastruktur und der Anstellung und der Kompetenz der Vereine und der Trainerinnen und Trainer dort in die Schulen reinkommen, sodass das leistbarer wird, diese Angebote zu legen. Das Zweite ist bewegt im Park, wo wir auch, was die Inklusion betrifft, immer mehr tun. Das freut mich besonders, weil Behindertensport ja auch nochmal ein extra Schwerpunkt ist. Das ist eine massive Ausweitung. Wir würden auch, wird da noch gesondert präsentiert, bisher Inaktive ansprechen über das Projekt Jackpot Fit mit den Gesundheitskassen gemeinsam. Und überall wird hier sozusagen mehr in die im besten Sinn des Wortes in die Systematik investiert, aber da stehen überall Menschen, ausgebildete Menschen, Trainerinnen und Trainer etc. dahinter. Also da geht ganz viel weiter. Und die Leistungsschau, die angesprochen wurde mit dem langen Tag des Sports, soll ja am 24. sein in den Schulen und am Nachmittag mit hoffentlich möglichst vielen Vereinen, die sie dann mal präsentieren können. Und dort ist spätestens die Gelegenheit, wir starten aber früher, dass wir mit dem, wenn man so will, mit einem der Filetstücke hier noch einmal aufwarten können. Das ist eben der Sportbonus. Das sind 9 Millionen, die hier zur Verfügung gestellt werden. Es ist dem Einzelnen aber vielleicht wurscht. Wichtig ist jetzt Folgendes, wir brauchen beides. Wir brauchen die Aktiven, die als neue Mitglieder zu den Vereinen kommen wollen oder wieder zurückkehren. Das wird denen ganz leicht gemacht und insbesondere mit einem sehr hohen finanziellen Anreiz. Es sind nur 25% der vorgesehenen Mitgliedsbeiträge zu zahlen, um zurückzukommen oder neu einzutreten. Der Rest wird de facto vom Ministerium übernommen, über bestimmte Auszahlungsmodalitäten. Wichtig allerdings ist jetzt, dass die Vereine, die hier mitmachen wollen, möglichst alle, der Herr Präsident hat es ja schon gesagt, sich jetzt einmal ihrerseits auf diese dazu vorgesehene Plattform, damit das alles sehr korrekt abgewickelt werden kann, Plattform begeben, die dann nochmal lautet www.sportbonus.at. Das geht ab Mittwoch, höre ich. Da sollen Sie möglichst viele Vereine, wenn man so will, im alten Jargon eintragen. Und dann wird mit der Kampagne in der Folge gestartet. Auch das wird noch extra vorgestellt, dass möglichst viele in der Bevölkerung erfahren, wie, auf welchen einfachen Weg man sich dort dann eben bei einem Verein seiner, ihrer Wahl anmelden kann. Und dass da nur ein, wenn man so will, ein Selbstbehalt für diese Mitgliedschaft zu zahlen ist. Das ist das Schema. Und vom großen Ziel her, glaube ich, abschließend geht es eben genau darum, dieses U zu schaffen. Ja, da hat es einen Einschlag gegeben, da ist es nach unten gegangen, völlig klar. Ich bin mir sicher, dass diese statistische Erhebung, und jetzt nehmen wir es so, als in der Talsohle war, ich habe die Gründe gesagt, warum das wohl so sein muss, und dass wir uns von dort weg kontinuierlich wieder raufbewegen, das ist auch ein Ansporn für uns alle. Und da, glaube ich, kann sehr viel gelingen. Und gerade im Sport ist ja der Begriff Comeback, glaube ich, ganz gut hergeleitet und kommt ja auch von dort. Und wenn vieles gut geht und wenn das meiste von dem funktioniert, was wir hier gemeinsam angehen, danke nochmal dafür, dann können wir auch von Comeback Stronger reden. Und viele dieser Maßnahmen, und da gibt es ja noch weitere, die ich hier angesprochen habe, segeln ja auch unter dem Dach. Der Wind bläst uns manchmal entgegen. Das ist aber wurscht. Wir können auch gegen und den Wind segeln. Und das müssen wir auch. Wir können nicht warten, bis die Pandemie endgültig vorbei ist. Wer weiß, wann das jemals ist. Wir müssen mit dem Virus leben lernen. Und da ist es sicher gut und vernünftig, wenn der Sport eine entsprechende Bedeutung und Rolle hat, wieder zurückbekommt und sogar noch ausgebaut bekommt.